Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, nach dem überzeugenden letzten Rennen, in dem wir ja mit Becker den Sieg feiern konnten und Cintino Platz 3 holte, geht's jetzt dieses Mal nach Tondela. Oder noch nicht ganz, aber wir gucken mal. Duvivier. Oh! Es war ein schlechtes Marketing. Aber allgemein sehr guter Fahrer. Und auch sehr jung. Also. Und der andere. Die andere ist nicht so gut. Aber der Vertrag läuft aber auch raus. Naja. Die Interview machen wir später. Das ist immer das Erste, was wir eigentlich größtenteils machen. So, Interview. Der Agent von Elio Trignani hat diverse Reporter mitgeteilt, dass wir nächste Saison in England gezeigt haben. Wir machen das mal. Also ändert sich ja wieso nichts, also von daher. Okay. Wie sieht's aus? Wir sind doch beschäftigt mit dem Zustand. Und die Bremse, unsere ja, beste Bremse, die wir diese Saison bauen können, ist auch schon fertig. Da müssen wir dann voll auf Leistung gehen und gleichzeitig den Rest machen. So, Ruhestand. Der ist weg. Cintino ist echt weg. What the? Super. Der ist echt ein Rinder gegangen. Kann ich mir die wiederholen? Nee, geht nicht. Was ist das denn? Oh Mann. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay, dann gucken wir mal nach Erfahrungswerten. Fahrer, die... Ja, die haben halt noch ein bisschen Potenzial. Die bezahlen auch kaum was für die Gehälter der Fahrer. Das ist der Hammer. 4 Millionen hätten wir. Wir könnten Duvivier zu uns ins Team holen. 7 Millionen. Wow. Ja, ich glaube, dann wird es Stanley. Weil Gande noch ein bisschen warten muss. Was Leistung angeht. Und die 9 Millionen hätten wir zwar für Stojlovic, aber... Ich glaube, er ist die günstigste Variante. Naja. Okay, er ist zweiter Fahrer. Gehalt. Wir haben nur einen Versuch. Machen wir mal Gehalt noch weniger. Kriegt ein gutes Handgeld. Ersatz war... Uiuiui. Kriegt echt ein gutes Handgeld. Das ist natürlich jetzt nicht so gelaufen, wie ich es gedacht hätte. Aber Cintino hat auf jeden Fall die Karriere bei uns begonnen und bei uns auch beendet. Also von daher schon nicht schlecht, aber trotzdem halt überraschend, dass der auf einmal... aufgegeben hat. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wirklich. Okay, er macht auf jeden Fall einen Sprung nach oben. Eine Karte sollte reichen. Die ist wieso bald nicht mehr da. Was wollen wir mit der? So, ich bin mal gespannt. Dann kommen die Bremsen dann. Ja, noch nicht, aber okay. So, die Bremsen sind fertig. Und Sponsoren haben wir auch schon. Okay, 1 Million. Keine guten Ergebnisse. Wir warten auf den letzten. Jetzt haben wir ja 0. Oh Gott. Natürlich nehmen wir das Interview an. Fans von Ardennen rebellieren regelrecht gegen Pläne, dass ihre geliebte Strecke von Plan der World Motorsport Championship Liga gestrichen werden soll. Möchten Sie sich dazu äußern? Es tut mir leid, aber ich unterstütze das Vorhaben, die Strecke zu streichen. Nein, ich mag die Strecke. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wir werden mir aber jeden Fall alle Argumente anhören. Nee, ich mag die Strecke. Gut. Wirklich, manche klugen Köpfe, wie etwa Fabio Turino, sprechen sich für eine Änderung aus. Pfff, der Idiot weiß nichts. Definitiv, der Idiot weiß einfach nichts. Nur weil er ein schlechtes Ergebnis hat. So 9 Stunden, dann ist die Bremse fertig. Da ist sie fertig. Okay, wo sind wir dran?
2 Tage, dann können wir den Frontflügel kämpfen. Frontflügel können wir so oder so jetzt schon benutzen. So, die Leistung geht natürlich jetzt erstmal weg. 3 Stunden, also wir können die Bremse komplett einbauen. Das ist mal richtig gut. Leistungsmäßig sind wir da auch schon richtig gut dabei. Also ich schätze stärker als die alte. Als nächstes kommt dann der nächste Frontflügel. Da haben wir dann 35 Punkte plus 25 Punkte macht 2140 Punkte. Als nächstes haben wir dann, naja, keine guten Sachen. Naja. Mal gucken, was wir da noch holen können dann. Das Ding ist ja sowieso erst fertig, wenn das Rennen vorbei ist. Ich bin mal gespannt, ob Jerome annimmt oder nicht. Oh, jetzt die Wahrheit. Es geht noch. Naja, für 4 Rennen können wir uns hier leisten, mal die 400.000 zu nehmen für Platz 10. Also ist immer noch der beste Sponsor, den wir uns holen konnten. Schnappen konnten, wollte ich eigentlich sagen, aber... So, Jerome hat angenommen, ist hoch erfreut mit seinem Geld. Nummer 2 Status. Natürlich geht sie. Dann gehen erstmal 2 Millionen weg. So, ich glaube, teammäßig sind wir jetzt gar nicht mehr. Ja, sind auf jeden Fall runtergefallen. Wow, wir haben immer noch eine Gemeinde von 0,9. Wahnsinn. Ist Shintino eigentlich immer noch hier vertreten? Nö, der ist weg. Doch, da, Free Agent. Also, wenn er Free Agent ist, dann muss der ja theoretisch noch da sein, oder? Nationalitäten. Nö, der ist wirklich vermutlich in Rente. Das ist natürlich richtig schade. Auch der El Salat fehlt immer noch. Na, hier gibt es mehrere Fahrer mittlerweile. Die Ryugu ist genauso ein Fahrer, den wir nutzen können, aber der ist halt noch in... Hat halt einen Vertrag noch. Die haben ihre Fahrer ganz schön lang in Vertrag genommen. Steinmann haben trotzdem schießen. Wow. Auch gutes Potenzial. Die kleinen Teams, zwar würden die mit dem kleinsten Geld auch bei uns fahren, weil wir halt in der höchsten Liga fahren, aber. Naja. Ja, einen von den beiden wird vermutlich auch irgendwann vielleicht bei uns fahren. Ich gehe davon aus, dass er es ist, oder sie es ist. Joel ist ein Männername. Dann vermute ich für Becker. Falls sie nicht Becker vorher schon verlängern nochmal. Ich glaube, Finanzen dürften wir jetzt nicht mehr so stark im Minus sein. Okay. Vertrag unterzeichnet. Boah, sieht dem Shintino relativ ähnlich. So. In Doha fährt der Asia Pacific Supercup. Und Esprit gewinnt wieder ein Rennen. Oh, Archer hat ja Gott sei Dank seine 2 Punkte, aber Villano und McNeil, oh Gott. Die beiden Teams, die mal in der ersten Liga waren. So, Abstimmung. Da sind wir definitiv erstmal mit 2 Stimmen dagegen. Also jetzt diese Saison werden wir uns da ein bisschen reinhängen und dann oftmals dagegen sein eigentlich, merke ich gerade. Okay, wie sieht's aus? Nein! Oh, es wird eng, das wird eng. Jawohl, 8:4 Stimmen. Antennen bleiben im Kalender. Okay, weiter geht's. So, Zuverlässigkeit ist fertig. Dann schauen wir mal. Ein Frontflügel können wir auch mittlerweile jetzt einbauen. 4 Tage nach dem Rennen ist die Bremse auch auf Vollleistung. Das ist mal richtig stark, dass die Bremsen komplett schon auf voller Leistung sind. Dann bei Becker, der natürlich der erste Fahrer ist, der kriegt den besseren Frontflügel. Boah, 60%. Ja. Ich glaube, da gehen wir auch erstmal jetzt nochmal ein bisschen drauf, aber dann trotzdem auf die Leistung gehen. Also, dass ein bisschen halt der Prozentzahl wächst. Dritter werden, ja, das ist so ein Ding, wo wir sagen, könnte. Okay, wir sparen glaube ich 200.000 gegenüber von Shintino. Aber, ja, immerhin sparen wir die. Natürlich fehlt uns dann der
große Sponsor, weil Shintini ja 100% Marktanteil hat, mittlerweile hatte. Da müssen wir wieder irgendeinen finden, der 100% Marktanteil hat. Also 4 Sterne geht eigentlich auch noch, da sind die Sponsoren auch noch relativ gut, aber 5 Sterne ist halt richtig geil. Dann gucken wir mal, wie hat er hier... Oh, richtig stark. Dann darf Stanley mal fahren. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber er soll sich mal an den Wagen gewöhnen. So, dann sind wir in Portugal. Nicht zu viel Frontflügel. Die 4, da, oder? Nimm die 5, sogar noch besser. So, zwischen den beiden nehmen wir 27. Dann mehr auf Beschleunigung und mehr in die Richtung. Mit den harten Reifen natürlich. Der Renntrim ist immer für die Überraschung gut. Oh, das war ein bisschen zu viel Frontflügel. Heckflügel. Okay, es passt jetzt. Auch der harte Reifen wird hier verwendet. Und dann können wir direkt mal schauen, was jetzt eigentlich auch sie imstande ist, wenn sie den besseren Wagen fährt. Das weiß man ja auch gar nicht genau. Ach, beide sind... Oh mein Gott. Schön, dass beide im Qualifying-Modus waren. Haha, wir sind doch die Ersten, die rausfahren. So, sie ist natürlich Testfahrerin. Das sind eigentlich immer so, Testfahrer sind eigentlich immer die Fahrer, die so ein bisschen aufgezogen werden. Stanley ist vom Alter her genauso wie Becker, also ich glaube 2 Jahre jünger. Der könnte auch ein bisschen länger bei uns bleiben. Und ist Australier in einem australischen Team. Aber trotzdem sind wir halt doch ein bisschen einen Schritt nach hinten gemacht. Ich glaube, der könnte sich diese Saison auf das Niveau von Shintini halt verbessern. Aber trotzdem liegt er halt hinter ihm. Solange wir Becker jetzt diese Saison nicht verlieren noch, dann ist alles in Ordnung. Wie weit sind wir dahinter? 3,8 Sekunden. Sie ist ein Stückchen schneller als er. Und das, obwohl der Wagen von ihr stärker ist. Da sieht man, dass sie noch Rückstand hat. Ich glaube, er könnte auch ein bisschen schneller gerade, wenn sie nicht da die ganze Zeit davor fahren würde. 3,3 Sekunden. Sie hält ihn auf. Okay, Vorteil natürlich, er hat auch 20% Wissen, also ihm dürfte es eigentlich auch relativ gut gehen. Ich glaube, wir mixen jetzt so ein bisschen mal. Nächstes Mal fährt dann Becker mit Zoe und danach fährt Becker mit Stanley und dann Stanley mit Zoe, aber immer so weiter, würde ich mal sagen. Oh, Stanley ist vorbei. Oh, Kampf hier. Und MRT bei Binder fährt gleich vorbei, Achtung. Tada, hat's geschafft. Okay, wir sind auch auf einem härteren Reifen unterwegs als der. Der fährt mit den Soft-Reifen. Für die Werbung machen wir alles gerade. Also, ey. Hier Parallellauf der Predators. Okay, wir drehen mal ein bisschen noch auf. Das ist die letzte Runde, die jetzt gefahren wird. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon reicht, aber könnte reichen. Ansonsten fahren sie einfach danach die Runde in die Box. Keine Verbesserung zurzeit. Doch, sie schafft es. Er kommt in die Box. Sie darf die Runde noch zu Ende fahren. So, ein großartiges Setup. Da können wir noch ein klein bisschen nur versuchen, noch dran zu rütteln. Wir geben ein bisschen mehr Aufhängung und ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Qualifying drin. Mit den Medium-Reifen. Mal wieder. Dann sollten wir eigentlich direkt in der ersten Runde schon in den Zeiten von ja, den dran sein.
bei ungefähr 2 Sekunden. Oh, sie hat ein richtig gutes Setup. Da will ich eigentlich, es geht so wenig ändern wie möglich eigentlich. Ah, hier kann man speichern. Okay, eins, was wir noch ändern können, ist mal mehr von dem. Falsche Richtung. So, jetzt haben wir den hoffentlich alles da gelassen, wo es war. Medium Reifen, raus da. Also ein bisschen hat es geschafft schon, aber nur nicht allzu viel. Warum sind wir so weit hinter ihr? Ach, sie hat ja etwas länger gepusht jetzt. Dann können wir gucken. Eine halbe Sekunde im ersten Sektor. Nochmal eine halbe Sekunde im zweiten und im letzten nochmal. Oh, okay, doch. Nicht ganz, okay. Doch, wenn man so bedenkt, 8 Zehntel, 2,4 Sekunden. Fast. Langsamer als sie. Okay, was kann sie denn fahren? Uns fehlt jetzt natürlich jetzt auch wieder der Geschwindigkeitsboost. Vom Shindino. Den muss Stanley jetzt aufbauen mit einem guten Ergebnis. 2,7. Was schafft er jetzt für die Zeit? 2,7 ebenfalls. Ach, seine letzte Runde. Gib mal ein bisschen Gas. Sie kann ja noch ein bisschen warten, bevor sie danach die Runde fährt. Jetzt ab. Dann dürften wir ein bisschen schneller sein. Ja, harte Strecke auch verbessert. Stanley auf Platz 8. Der kommt jetzt in die Box. Und dann sagt er Platz 9. Wow. War bei 2 Sekunden, obwohl wir. Sie hat nicht Gas gegeben bisher. Jetzt gibt sie erst Gas. 2 Sekunden dahinter und die sind mit Softreifen gefahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Unterschied ist. Und eine Sekunde dran. Okay, wir könnten noch mal was probieren. Geschwindigkeitsmäßig super jetzt. Aufhängung mäßig, Dings will Schinks ändern. So. Bisschen daran geändert. Und dann gib ihm, du kannst auch direkt raus und ein bisschen Gas geben. Vielleicht schafft sie es auch noch, einmal rauszufahren, über die Linie zu fahren. Das wäre richtig wichtig hierfür. Vielleicht schaffen wir es noch, die 15% zu holen. Fahrverhalten ging in die falsche Richtung. Okay. Dann das und dann geht's in die Richtung. So. 15 Sekunden Umbauarbeiten. Jetzt wird's richtig knapp bei ihr. Er schafft's auf jeden Fall. Nur ob sie es schafft, sie ist jetzt raus. Es wird eng. Gibt ja schon ein bisschen Gas, aber ist trotzdem die Frage, ob wir es schaffen. Okay, die Reifen sind mittlerweile abgefahren. Ja, schafft sie es. Das wird richtig eng. Und nein. Ende. Knapp dran gescheitert an den 15%. Schade, schade. Okay, Lenkung fühlt sich besser an. Das ist schon mal sehr wichtig, wenn die jetzt in die Box kommen. Ob das... Okay, ich sehe es leider nicht. Dafür ist die Nummer 12 am Fahren noch. So, 3. und 10. Also gar nicht so schlecht. Er hat sich nicht schlecht angestellt. Er war ja kurze Zeit in Pause, bevor wir im Rennen gefahren ist. Ein trockenes Qualifying. Okay, Mittelreifen mit Qualifying drin. Da kann ich leider nichts viel ändern. Und auch hier. Naja. 10. sollte eigentlich locker drin sein. Fürs Qualifying.